Ich bin Eline Josten, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Uetersen und mit im Koordinationsteam für die Interkulturelle Woche hier in Uetersen. Diese organisieren wir jährlich mit dem Koordinationsteam und in diesem Jahr sind wir sehr froh über die Lesung, die wir heute hier in der Stadtbücherei durchführen werden. Letztes Jahr, 2021, habe ich Frau Al-Essa kennengelernt und mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, es wäre eine schöne Sache, wenn sie hier in Uetersen ihre Werke präsentieren würde. Wie allein ich bin. In diesem Moment erst habe ich das gespürt. Vielleicht war ich noch nie so allein. Vielleicht war es noch nie so stark. Ich bin Nahed Al-Essa. Aufgewachsen bin ich in Damaskus. 2015 flüchtete ich nach Deutschland. 2017 habe ich meinen ersten Roman veröffentlicht, aber das war natürlich in der arabischen Sprache. Da ich in dieser Zeit in Deutschland lebte, habe ich mich auf den Weg gemacht, ein deutsches Buch zu verfassen. Es ist mir gelungen. 2020, Oktober, habe ich mein erstes deutschsprachiges Hörbuch veröffentlicht unter dem Titel Über die Schulter blicken. In dem Buch geht es darum, wie der Krieg das Leben und das Gesicht jeder Stadt verändern kann. In dem Buch geht es genau um Damaskus, um Heimweh, um Fluchtweg, um Ankommen in Deutschland, um das Kämpfen, um anzukommen in Deutschland. Und um das Weiterleben, Weiterlaufen, Weitergehen. In meinem Buch ist manchmal dunkelgrau, wie das Wetter in Deutschland ist, aber manchmal auch hoffnungsvoll, wie die Sonne in meinem Land. In Deutschland ist die Sicherheit, der Frieden, die Freiheit. Deshalb bin ich hier gelandet.